Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer Rezension von mir. Ja, man trifft Einzelrezensionen ja eher selten auf meinem Kanal. Das schaffen in der Regel immer nur so ein, zwei Autoren, wo ich einfach sage, ich muss da einfach ein bisschen ausführlicher über das Buch sprechen. Und so ist das auch mit dem neuen Buch von Sebastian Fitzek, Der Insasse. Zudem gibt es heute im Grunde drei der Kingsianer im Dreierpack sozusagen, die den Insassen auch gelesen haben, nämlich Paddy und der liebe Phil. Und beide laden heute auch ein Video hoch, wo im Grunde über dieses Buch gesprochen wird. Paddy in ihrem Lesemonat und Phil macht auch eine Einzelrezension. Thorsten, ja, was soll ich sagen, er verwehrt sich, obwohl ich glaube, dass er es vielleicht doch so ein kleines bisschen bereuen könnte. Denn, das muss man vorweg sagen, hier haben wir endlich mal wieder einen alten Sebastian Fitzek, einen grandiosen Psychothriller. Und eigentlich könnte man die Rezension jetzt schon beenden, aber es wäre fast ein bisschen mau. Ja, ich habe mich heute mal eingedeckt mit einigen Büchern von Sebastian, denn Sebastian Fitzek ist tatsächlich in meinem Bücherregal, ich glaube, mit einer der wenigen Autoren, ich glaube, mit zwei, drei anderen Autoren, eine Seltenheit, von dem ich alle Bücher gelesen habe. Ja, das habe ich nicht mal von Stephen King. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist da auch viel, viel mehr an Buchpotenzial vorhanden. Aber Sebastian Fitzek, den begleite ich, seitdem der Augensammler herauskam und war da total süchtig nach dieser Art Thrill und habe dann alles, was vorher erschienen ist, weggesuchtet und alles, was im Nachgang im Grunde veröffentlicht wurde, habe ich dann immer, wenn es im Grunde angekommen ist, auch direkt weggelesen. Und ich habe mich in diesem Jahr sehr, sehr auf den Insassen gefreut, nicht nur, weil die Story einfach interessant und spannend und wirklich Psychothrill-mäßig klang, sondern weil ich ja im letzten Jahr mit Flugangst 7a doch sehr enttäuscht war. Und das ja auch noch mit zwei, drei anderen Büchern, die hier stehen. Also wenn ich auch an das Joshua-Profil denke oder Noah, war auch nicht so ganz mein Fall. Ich glaube so, ja, Passagier 23 war noch okay. Nachdem ich vorher auf dem Schiff war und nicht danach, war das nicht so schlimm. Ja, Der Insasse ist jetzt erschienen im Oktober am 25., 24. und kostet in der Hardcover-Ausgabe, wie es sie aktuell gibt, 23 Euro. Es gibt sie aktuell in einer limitierten Version. Sie fühlt sich an wie Gummi, was ich ein ganz schreckliches Gefühl finde. Muss ich dazu sagen, dass es so, das hat mir wirklich in der Buchhandlung beim ersten Mal anfassen wirklich so ein Schauer durch den Rücken gejagt. Und der Insasse hat einen roten Buchschnitt. Ich glaube, dass das jetzt tatsächlich die limitierte Version ist, dass sie eben deswegen also limitiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nicht-Limitierten dann wieder einen normalen Buchschnitt haben und hat knapp 380 Seiten und ich habe die 380 Seiten am Sonntagnachmittag weggesuchtet. Ich habe sie eingeatmet, ich habe sie förmlich gefressen und konnte nicht mehr damit aufhören und das ist schon immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich habe diesmal nicht die Nacht mit Sebastian verbracht, sondern den Nachmittag. Das war aber auch mal ganz schön bei Tee und Keksen und war ein netter Zeitvertreib. Der mir manchmal das Essen und den Geschmack darauf doch ein bisschen verdorben hat mit den Bildern, die er in meinen Kopf gepflanzt hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an, um was geht es eigentlich in diesem neuen Psychothriller von Sebastian Fitzek. Ja, es geht darum um einen Psychokiller, Serienkiller, der sich 6-, 7-, 8-jährige junge Kinder im Grunde sucht, diese entführt und in einen Brutkasten legt und durch diesen Brutkasten allerlei Dinge mit ihnen tut, bis er am Ende die Sicherungen, also die Schrauben so verschließt, dass keine Luft mehr hereinkommt und die Kinder da im Grunde ersticken. Und der Psychokiller wird gefasst, kommt in eine, wird vor Gericht gestellt, wird als unzurechnungsfähig im Grunde mehr oder weniger freigesprochen, wenn man so möchte, und landet dann eben in der Psychiatrie bzw. im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie. Und ein Opfer ist aber noch übrig, ein Kind ist noch nicht gefunden und auch zu diesem Kind sagt er nichts, denn seine Anwältin ist der Meinung, sag ja nichts. Das wird ja alles nur falsch ausgelegt und der Vater dieses Kindes
macht sich aber schreckliche Vorwürfe, denn er hat den kleinen Max ein Jahr zuvor, bevor diese Handlung spielt, im Grunde noch zu der Nachbarin laufen lassen, wo er dann im Grunde ja in die Fänge dieses Serienkillers gelaufen ist. Ja, der Vater setzt sich irgendwie den Gedanken, Mensch, vielleicht könnte mein Kind ja noch leben, und er lässt sich einweisen in die Psychiatrie mit ganz kuriosen Mitteln und ja, versucht da eben an den Serienkiller heranzukommen und herauszufinden, wo sein Kind ist, ob es noch leben könnte oder ja, ob es im Grunde schon gestorben ist und wo dann eben auch die Leiche zu finden wäre, um einfach abzuschließen. Ja, ein Thema, das schon allein vom Klappentext und so vom Wiedergeben mir wieder Gänsehaut ja, hergibt, wo ich wirklich dachte, das ist schon eine irre Idee, einfach als normaler, gesunder, insofern wir normal und gesund sind, uns eben einweisen zu lassen in eine Psychiatrie. Ich weiß nicht, ob es so einfach funktioniert, ob das irgendwie möglich ist. Das wollen wir jetzt einfach mal dahinstellen, ob das nicht doch ein bisschen viel Autorenfreiheit ist. Aber der Gedanke ist wirklich spannend. Ich glaube, auch viele Eltern, Menschen, die vielleicht einen Menschen verloren haben, würden sich das wünschen, einfach mal mit diesem Menschen, der daran dafür verantwortlich ist, mit dem zu sprechen. Und der Gedanke, sich dann einweisen zu lassen, ist eigentlich gar nicht so weit weg. Dass das hier tatsächlich ein Vater tut, ist mega spannend, mega mutig. Und die Idee, in dieser Psychiatrie jetzt irgendwie als Normaler durchzukommen mit all den Dingen, die einen da ja auch erwarten, und ich war jetzt noch nicht in der Psychiatrie, kann da also auch nicht von eigenen Erfahrungen sprechen, ich stelle mir das nicht so einfach vor, um es einfach mal so ja, im Grunde zu besprechen. Und ja, ich fand das einfach grandios, diese Idee, dieser Weg, der gegangen wurde, und dieser Weg wurde sehr konsequent gegangen. Wir haben Rückblenden, zum einen natürlich, was der Täter, was den antreibt, wie er diese Taten vollzieht, und das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Also was wir hier über die Kinderleiden lesen, das sind wirklich Dinge, die will man eigentlich nicht wissen, die will man nicht im Kopf haben, und eigentlich würde ich gerne die Augen zumachen. Geht natürlich beim Lesen nur sehr, sehr schlecht. Geht für einen Moment, aber dann wollte man auch wieder wissen, wie es weitergeht. Die Bilder, die Sebastian Fitzek hervorruft, die sind unglaublich echt. Die fühlen sich schaurig, gruselig, ganz extrem. In mir hat sich da etwas bewegt an, und das war wirklich Hammer, was sich da in meinem Kopf auch abgespielt hat, was Sebastian Fitzek da geschafft hat, was für ein Film abläuft. Zudem lernen wir natürlich auch den Serienkiller kennen, und das ist ja immer etwas, was ich bei Sebastian Fitzek ganz toll fand, dass er da nicht einfach Bestien erschafft, sondern die tatsächlich irgendwie einen Grund haben, das zu tun, was sie tun. Und dieser Grund uns nahegebracht wird und man sich am Ende sogar irgendwie denkt, naja, ich kann das irgendwo verstehen. Und diesen Gedanken schiebt man auch ganz schnell wieder zur Seite, weil man will natürlich gar keinen Psychokiller, ja, irgendwie, oder Serienkiller irgendwie verstehen. Man möchte ihn ja eigentlich hassen, und das gelingt einem natürlich auch, aber manchmal schleicht sich eben doch so irgendwas in einen ein, wo man denkt, naja, es ist nicht nur einfach irgendwie, ich habe da Bock drauf, sondern es gibt dafür irgendwie Gründe. Und das schafft auch Sebastian Fitzek in der Insasse seit langem mal wieder, dass man dieses Gefühl einfach in sich fühlt. Zudem gibt es Verwicklungen, Wendungen, Wirrungen, die ich großartig fand, die, mit denen ich nie gerechnet habe. Man immer wieder denkt, ach, das wird jetzt so und so sein, oder wir gehen jetzt da und da und jetzt wird das die und die Wendung nehmen. Nein, es ist einfach anders, als man irgendwie denkt, als man irgendwo greifen kann, und das ist wirklich einfach Hammer in der Insasse. Das Ende ist absolut kopfschüttelnd und Fragen wie grandios kann einem das einfallen, und für mich hatte das Buch auch einfach so viel Suchtpotenzial. Also es, ja, ich habe alle 100 Seiten mal eine Pause gemacht, die ich auch gebraucht habe, weil es doch recht harter Tobak ist, und habe einfach gemerkt, wie mich das innerlich aufwühlte, und da hat dann auch der Tee nicht mehr geschmeckt und die Kekse nicht mehr geschmeckt, und das Dasitzen vorm Kachelofen war irgendwo, wo man denkt, ja, ja, ich sitze hier gemütlich, und da ist irgendeiner in einer Gummizelle, die natürlich gar nicht weiß ist. Ja, Gummizellen sind, glaube ich, in Deutschland tatsächlich nicht weiß, sondern in diesen Pastelltönen, wie uns Sebastian Fitzek das dann auch erzählt. Und als dann dieses Ende kam, man wirklich sprachlos vor diesem Buch sitzt und sich denkt, what the fuck? Ja, also das ist ehrlich der Hammer, und
müsste ich da jetzt einen Piep reinmachen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin hin und weg von diesem Buch. Nicht nur vom Schreiberischen, vom Spannungsaufbau, von den Wendungen, wie er Bilder konstruiert, wie er Charaktere geschaffen hat, sondern dieses Gesamtpaket ist endlich mal wieder ein Psychothriller, den ich Hammer finde, den ich grandios finde, genial finde, der mich lange begleitet oder begleiten wird und ich mir einfach denke, Wahnsinn, was da für Bilder sind. Also fast so gut, wie es eben auch ein filmischer Psychothriller sein kann und wirklich, oh, wo man eigentlich gar nicht wissen wollte, was in diesen Köpfen so vorgeht. Besonders hervorheben möchte ich die Danksagung von Sebastian Fitzek. Ich liebe Danksagungen. In jedem Buch ist eigentlich die Danksagung so ziemlich das Erste, was ich lese, weil ich das immer manchmal sehr kreativ finde und besonders bei Sebastian. Da hebe ich sie aber bis zum Ende auf, weil die Danksagung für mich so das i-Tüpfelchen immer noch ist. Und hier ist sie einfach der Hammer. Ich glaube, sie ist 5, 6, 10 Seiten lang und ich habe so viel gelacht und es tat so gut nach dem Psychothriller irgendwas zum Lachen zu haben, denn er hat im Grunde nochmal so eine Kurzgeschichte aus seiner Danksagung gemacht und Leute, ihr müsst die lesen. Wenn ihr auch kein Freund von Danksagungen seid und schon gar nicht von langen Danksagungen, guckt euch diese an. Ich finde sie großartig und allein die letzte Bemerkung ganz hinten vom Verlag, ich finde das so großartig. Ja, es war ein Hammer, Hammer, Hammerbuch und ich habe es wirklich am Sonntag weggesuchtet und trotz dieses etwas ekligen Gefühls des Gummis war es wirklich fantastisch. Also ich lange keinen so grandiosen Psychothriller von Sebastian Fitzek mehr gelesen. Er kommt für mich wirklich an die alten Fitzeks wieder ran und es wurde auch einfach Zeit, dass er diese ganzen Verschwörungstheorien, Themen, die es hier so gibt, endlich wieder zur Seite schiebt und einfach einen Psychothriller schreibt, weil ich finde, das kann Sebastian Fitzek einfach am allerbesten. Und ja, ich mochte durchaus auch Achtnacht und ich mochte auch Der Schlafwandler, was ja jetzt nicht der klassische Psychothriller ist. Aber wenn ich dann eben einfach an den Augensammler denke, den Seelenbrecher, das Kind, die Therapie und dann jetzt der Insasse, dann gehört der hier auf jeden Fall in die Top 3. Und es ist mit ja, einer der besten Fitzeks, die ich überhaupt gelesen habe. Und er konnte mich endlich wieder so begeistern, wie ich es die letzten 1, 2 Jahre von ihm gehofft habe und nicht mehr so bekommen habe im Psychothriller-Genre. Und wenn einer einfach Psychothriller schreiben kann, dann ist es Sebastian Fitzek. Und ich liebe es einfach. Also ich liebe, was da in mir vorgeht. Und ja, wie geil er auch einfach diese Dinge zustande bringt, wie er draufhält, wie er das macht und auch wenn es sehr brutal ist, also es ist nichts für Zartbeseitete, das muss man auch ganz klar sagen, hätte dieses Buch eine Altersfreigabe, würde ich gefühlt mindestens 16, wenn nicht gar 18 benennen. Auch wenn es vom Blutigen her nicht das Extreme ist, aber was mit diesen Kindern passiert, das ist schon, wenn man da einen Trigger hat und bei mir ist dann das Kinder und Tiere, ja, da leidet man ganz schön mit. Also von mir alle Sterne, die es irgendwie geben kann, es ist ein absolutes Highlight, es ist auch ein absolutes Highlight innerhalb der Fitzek-Bücher, was ich ja schon auch mega gut finde, wenn sich ein Autor auch einfach mal so wieder steigert und wirklich so in seinem Olymp dann wieder ankommt von den Büchern, die man von ihm eben auch feiert. Und ich kann den absolut empfehlen, auch allen Fitzek-Kritikern kann ich sagen, dass das endlich mal wieder ein Fitzek ist, wie er sein soll. Und das werdet ihr auch bei Paddy und bei Phil sehen. Schaut euch die Meinungen zum Insassen einfach an. Wenn ihr jetzt denkt, ich bin hier zu voreingenommen, weil ich einfach auch so ein kleines Fangirl von Sebastian Fitzek bin, das kann durchaus sein, aber guckt euch Paddy an, die absolut kein Fangirl ist oder auch Phil, der ja durchaus auch sehr kritisch bei Fitzek ist. Guckt euch diese beiden Videos an, ihr findet sie unten in der Infobox und ja, bildet euch so ein bisschen eure Meinung oder greift einfach zum Buch und genießt diese Seiten und guckt euch die Danksagung an, die ist wirklich der Knaller. Ja, und das war es jetzt auch von mir. Wenn einer eine Einzelrezension verdient, dann ist es natürlich Sebastian Fitzek. Ganz klar, war glaube ich im letzten Jahr auch so. Und ich denke, immer mal kann man sowas auch zwischendurch reinschieben. Vor allem, weil es ja sonst jetzt noch 1,5 Wochen gedauert hätte, bis ihr das in der Bücherwoche seht, wo ich dann natürlich nicht mehr sehr viel zum Buch sagen werde, weil es ja jetzt diese Rezension gibt. Aber jo, das war es jetzt auch soweit von mir. Guckt bei Paddy und Phil vorbei. Wie gesagt, alle Links unten in der Infobox. Habt viel Spaß mit den Videos.
Ich hoffe auch, meine Rezension hat euch gefallen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wäre ich natürlich auch neugierig, wie es euch gefallen hat. Bitte spoilerfrei. Ja, mit Spoiler ist immer ein bisschen gemein, aber schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.